Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Die nächste Special-Event-Woche hat ja gestern bereits begonnen. Die Woche trefft ihr auf drei epische Strike-Events. Die Saurier wurden nun geleakt, auf welche Saurier ihr da trefft und mit welcher Taktik man da am besten rangehen sollte und welche Belohnungen ihr da so bekommt. Das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Live. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ich blende es euch sofort nochmal ein. Hier, das ist die aktuelle Special-Event-Week. 19. August bis 26. August und genau, Mittwoch ist ein episches Boost-Event, nein, ein episches nicht, ein Boost-Strike-Event, also morgen 16 Uhr bis Donnerstag, merkt euch das vor, sollte Leben sein. Und dann haben wir noch drei epische Strike-Events. Zwei beginnen am Freitag 16 Uhr, das eine geht bis Samstag 15 Uhr, das ist ein Master-Event und das andere geht bis Sonntag 15 Uhr, das ist ein dreistufiges Expert-Event oder Experten-Event und das dritte beginnt Sonntag 16 Uhr, geht bis Montag 15 Uhr. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, auf welche Saurier ihr da so trefft. Fangen wir auch an mit dem Master-Event und das nennt sich Nodopathosaurus-Angriff. 6 Tage, 17 Stunden war das zum Zeitpunkt der Aufnahme, geht Freitag wie gesagt los, endet Samstag um 15 Uhr. Ich werde da ein Video zu machen und ihr seht, ihr benötigt einen Sieg, dürft euch keine Niederlage erlauben und das Ganze endet wie gesagt, den Samstag und die Belohnung ist Nodopathosaurus Brutkasten. Das heißt 200 Nodopatho DNA und einen epischen Brutkasten hinten noch dabei. Mit den Werten für euer Level natürlich. Hier mal die Gegner eingeblendet. Ihr bekommt es mit drei Level 30ern zu tun. Apatosaurus, Nodosaurus und den Hybrid davon Nodopathosaurus. Allesamt sehr tanky, aber dieses Strike-Event sollte man mit recht niedrigen Sauriern schon schaffen können, denn Blutungsschaden sollte hier immer noch das A und O sein oder eben die Counter-Attacks, die lebensabhängig sind oder die normalen Angriffe. Aber ich denke, Blutungsschaden kann man hier ganz gut einsetzen. Ich werde den Suchotator mal mitnehmen und vielleicht ja, kann der uns das Strike-Event mit ein paar anderen niedrigeren Sauriern clearen. Klar, es sind drei Level 30er Saurier, aber das könnt ihr eigentlich relativ locker schaffen. Bei diesem Angriffs-Cycles musst du es mit einem mächtigen Nodopar-Titan aufnehmen. Das ist schon mal auf jeden Fall falsch. Nutze schlagkräftige Tiere, die seinen Schutz umgehen können, nutze seine Verteidigung durch brechenden Gegenangriffe, um die Oberhand zu gewinnen. Nutze seine. Okay, die Beschreibung, das war es ja mal wieder komplett, Ludia. Also, ja, der Gegner kann sich Schutz machen und hat Panzerung und wir sollten hier mit Schutz und Panzer durch dringenden Fähigkeiten arbeiten oder aber eben, die das Ganze umgehen oder eben Blutungsschaden. Sollte also machbar sein. Kommen wir zum nächsten und das ist das dreistufige, was Freitag 16 Uhr beginnt und bis Sonntag 15 Uhr geht, nennt sich Zähe Brocken. Ihr seht, Brutkasten ist High-HP-Brutkasten, das heißt, alle diese Saurier können da drin sein. Ihr könnt ja mal im Shop schauen, ich glaube, da gibt es dann auch wieder ein passendes Angebot und seht ihr vorher schon, welche Saurier drin sein können. Drei Stufen ist das Ganze schwer, ihr dürft euch keine Niederlage erlauben und hier mal die erste Stufe samt Beschreibung. Zähe Brocken. Dein Gegner ist eine Gruppe von Tieren mit hoher Gesundheit. Benutze Tiere, die hohen Schaden verursachen und besiege deine Gegner über mehrere Runden hinweg. 19, 20 und 21 ist das Level der gegnerischen Saurier. Amagasaurus, Diplodocus und Argentino müsste das sein. Das heißt, hier gibt es auch gute DNA. Diplodocus kann es geben, Argentino, ja, die brauchen wir schon mal. Sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Auch hier wieder Blutungsschaden, mein Favorite, allen voran wahrscheinlich Suchotator. Ich werde da, wie gesagt, auch einen Guide zu machen. Kommen wir noch zu dem letzten epischen Strike-Event diese Woche und das ist das am Sonntag. Eine gute Verteidigung nennt sich das. Es gibt ebenfalls einen High-HP-Brutkasten, eine Stufe ebenfalls schwer, dürft euch keine Niederlage erlauben und es ist ein Master-Event und wir schauen uns hier mal die Saurier an. Eine gute Verteidigung. Dein Gegner sind defensive Kraftpakete. Nutze Tiere mit viel LP, die hohen Schaden zufügen oder den durch Angriffe des Gegners zugefügten Schaden reduzieren können. Gegen die Geschwindigkeit des Brachiosaurus kommst du nicht an, also versuche es mit einer anderen Taktik. Brachiosaurus, Diplodocus und Apatosaurus auf Level 26, 27 und 28. Und wie cool wäre das gewesen, hätten wir hier mal einen Gemini-Titan gehabt zum Beispiel. Hätte ich einfach mega abgefeiert. Aber so, 26, 27, 28 sollte machbar sein. Auch wieder mit Blutungsschaden. Die Gegner, ja, sie haben viel, machen viel Schaden, aber Suchotator mit der Ablenkung dabei, das ist eigentlich immer eine ganz gute Taktik. Also, ihr seid jetzt bestens gewappnet, wisst, welche Saurier die Woche auf euch warten. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Und schaltet auf jeden Fall mal bei Twitch ein, da gibt es den einen oder anderen Jurassic Stream.
Ich wünsche euch allen noch weiterhin eine gute Woche und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream. Viel Erfolg euch bei den Strike Events, macht's gut!